Das Thema festes Shampoo ist nun ganz in der Drogerie angekommen. Wir sprechen heute über das Isana feste Shampoo und was ich davon halte, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über das feste Shampoo von Isana. Das Thema ist nun komplett in der Drogerie angekommen mit Foamy oder wie das heißt. Das habe ich ja noch nicht probiert. Und im Alverde gibt es jetzt auch das Isana feste Shampoo und Balea hat auch eins, habe ich gesehen. Hier sprechen wir natürlich nicht von Naturkosmetik, sondern das ist herkömmliche Kosmetik. Ich habe noch nie zu einem Produkt so gemischte Gefühle gehabt. Also es gibt positive Aspekte, aber auch negative Aspekte. Und wir fangen mal mit dem Positiven an und enden mit dem Negativen. Positiv ist auf jeden Fall, dass es dieses Produkt für den kleinen Preis gibt. Das kostet 2,99 €. Wer mal so ein bisschen in der Sparte festen Shampoo geguckt hat, weiß, die können gleich mal 12 € kosten. Und da ist es halt wirklich ein sehr, sehr kleiner Preis. Also es ist für jeden zu haben. Rossmann gibt es fast überall, außer in meiner Stadt. Und 3 € ist wirklich nichts. Also wenn du wirklich mal Urlaub machen möchtest und in dein Handgepäck darfst du ja eh nur ganz kleine Flaschen reintun, da ist so eine Seife oder so ein Stück eben ganz praktisch, dann ist es einfach eine gute Sache. Du musst nicht lange suchen und du kannst dir so ein Ding holen. Es riecht nach Kokosnuss. Es ist jetzt nicht so, dass ich was gegen Kokosnussduft habe. Ich heiße Coco, also von dem her habe ich ja so eine leichte Liebe in die Hinsicht. Aber ich weiß, dass viele diesen künstlichen Kokosnussduft hassen. Und das riecht halt 1A nach diesem Öl, wo man für die, also so Sonnenöl, ich kenne das von früher noch, ich weiß die Marke nicht mehr, aber es hat so stark danach gerochen. Das ist so ein bisschen die abgeschwächtere Version, ja, also so intensiv ist es nicht, aber man riecht schon deutlich. Also wenn man diesen Duft hasst, Finger weg von diesem Isana Shampoo, definitiv. Positive Aspekte, beispielsweise, es ist halt nicht riesig. Und das ist ein super guter positiver Aspekt, weil die sind stellenweise wirklich riesig. Ich habe das von Klaria und das sind 100 Gramm. Das ist fast das Doppelte. Wenn du jetzt mit einem Shampoo nicht zurechtkommst, man kennt das ein oder andere Shampoo, habe ich auch noch im Bad stehen, was ziemlich viel Geld gekostet hat. Das tut dann schon weh, weil wenn du es dann nicht verträgst, du willst dich ja auch nicht quälen. Von dem her, das hat die perfekte Größe, man kann es aufbrauchen. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man zu lange an der Sache rummacht, man hat einfach auch keinen Spaß mehr dran. Positiv finde ich auch, wir haben ja das Problem bei dem Alverde gehabt. Ich weise dich nochmals auf die Liste, auf die Playlist unter dem i hin. Da habe ich das Alverde bereits schon getestet und Alverde war so, ich sag's jetzt mal, so wie es ist, so blöd und hat eine Plastikschicht in der Verpackung drin gehabt. Das hat Rossmann auch weggelassen, Gott sei Dank, aber es gibt eben auch einen negativen Aspekt. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Inhaltsstoffe auseinandersetzt und nachliest, findet leider Nanopartikel in diesem Produkt, was natürlich, ich wüsste jetzt nicht erwähnen, wenn jetzt nicht dick und fett auf der Packung draufstehen würde, wir sind gegen Mikroplastik, aber dann geht man her, färbt das Produkt weiß ein mit Titanoxid und Titanoxid sind eben Nanopartikel, was ich eigentlich in so einem Produkt auch sinnfrei finde, weil es muss nicht weiß sein. Gerade die Menschen, die auf so eben verpackungssparende Produkte zurückgreifen, die sind auch mit einem beigen festen Shampoo zufrieden. Also nur um ein Produkt einzufärben, finde ich, ihr wisst, was ich meine. Also man weiß von Nanopartikeln eben noch nicht, was sie anrichten können. Also man kann schon einiges nachlesen.
Nichtsdestotrotz versuche ich Nanopartikel halt schon so zu vermeiden. Sie sind hauptsächlich in Cremes enthalten, besonders in Sonnencremes. Und hier ist es eben mit Titanoxid eingefärbt worden. Muss nicht sein. Was ich eben auch gut finde, ist, es ist halt, wenn du mal verreisen möchtest und nicht lange noch bestellen möchtest, kannst du es eben kurzfristig mal irgendwo kaufen. Das muss auch einfach dick und fett unterstrichen werden, ja. Man kann es auf jeden Fall für eine gewisse Zeit verwenden, da habe ich absolut nichts dagegen, aber du wirst schnell merken, das ist, ich finde, es reinigt einfach nicht so gut. Also es sind zwei Tenside enthalten und bei beiden, die sind beide nicht sonderlich mild und dafür schäumt mir dieses Shampoo viel zu wenig. Wenn ich das mit dem Klar-Shampoo vergleiche, da schäumt das Klar-Shampoo viel besser und ich habe andere getestet, schau mal unter dem i nach, die schäumen viel besser. Wenn du jemand bist wie ich, der einfach Schaum braucht, und Schaum hat nichts mit der Reinigungswirkung zu tun, absolut nicht, das ist nur Kopfsache, dann finde ich, ist es okay, aber es gibt Shampoos, die können da einfach mehr. Also gerade zum Beispiel das von Alverde, das scheint um einiges besser. Es hat halt so diese Seifenstück-Optik, was ich positiv finde, weil meistens ist es so, dass die Runden, man geht immer mit der glatten Seite eigentlich generell über den Kopf. Aber irgendwann mal hat man das Problem, man hat nur noch ein ganz, ganz dünnes Stück. Klar, man kann sich diese Säckchen kaufen, gerade im Unverpacktladen, wo du das dann reintun kannst, dass du den Rest auch noch verwenden kannst. Nichtsdestotrotz finde ich es aber irgendwie vom Format her ganz oft von den Runden her ein bisschen blöd. Ich tue die dann trotzdem eckig verbrauchen. Das sieht man zum Beispiel bei dem Ponyhütchen-Produkt. Da gehe ich auch her und verwende erst eine Seite und das habe ich hier ja eben auch gemacht. Es ist halt handlicher. Es ist definitiv handlicher und das finde ich gar nicht schlecht. Nicht jedes feste Shampoo ist gleich. Also als ich die Reihe angefangen habe, habe ich ganz oft zu hören bekommen, ja, ich habe schon mal festes Shampoo getestet, aber meine Haare hassen das. Und das ist so eine ganze Produktgruppe über einen Kamm scheren. Das ist von Hersteller zu Hersteller anders. Wenn ein Hersteller jetzt zum Beispiel 10 Sorten festes Shampoo rausbringt, ähneln die sich natürlich schon. Da gibt es meiner Meinung nach nicht so super große Unterschiede. Aber von den Herstellern her, jeder macht es ein bisschen anders. Deswegen gibt der Sache wirklich eine kleine Chance und frag bei den Herstellern nach Proben an. Wenn du nicht frägst, kommst du in der Hinsicht nicht weiter. Und das ist ganz wichtig, wenn die Hersteller einfach auch hören, ah, ich sollte vielleicht mal kleinere Größen einfach auch auf den Markt bringen. Das hat bis jetzt eigentlich nur Sauberkunst gemacht. Es ist einfach perfekt, weil wenn man sich nicht sicher ist, ob man die Sache verträgt oder nicht, ist es einfach schwierig. Man gibt dann viel Geld aus und hat im Endeffekt nichts Nachhaltiges gemacht. Ich vertrage das Shampoo so lala, also ich kann es einmal ohne weiteres verwenden, muss dann nach 3 Tagen aber ein anderes Shampoo verwenden, weil ich vermute mal, durch die 2 Tenside, die drin sind und die Duftstoffe, ist es dann doch so ein bisschen, also ich kriege dann auch leicht schuppige Haut. Ich habe bis jetzt eigentlich gar keine Probleme mehr gehabt. Ich finde es aber auch schwierig bei Menschen mit fettigen Haaren. Ich habe ja fettige Haare und durch das, dass es eben doch austrocknet, es ist kontraproduktiv. Also guck lieber nach dem Produkt, was tensidfrei ist. Es gibt da etliche Sachen, die milder formuliert sind beispielsweise. Es muss ja nicht tensidfrei sein. Also wenn du so wie ich bist, dass du es halt schon schäumend haben möchtest, aber es gibt Möglichkeiten, das einfach softer herzustellen, das definitiv. Ist eben, wie schon erwähnt, schwierig, wenn dann auch noch so viel Duftstoffe enthalten sind. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, das kann ich dir auch mal unter das i legen. Dann triggert es halt noch zusätzlich. Und wie gesagt, ich habe einfach festgestellt, dass ich dann doch wieder eine schuppige und juckende Kopfhaut bekomme. Aber so in Abwechslung zu einem anderen Shampoo funktioniert das eigentlich ganz gut.
Hast du schon Erfahrungen mit dem Shampoo gemacht? Auch wenn die von meinen Erfahrungen komplett abweichen. Das ist vollkommen in Ordnung. Schreib das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Das hilft denjenigen, die sich überlegen, dieses Shampoo zuzulegen und sich einfach unsicher sind. Also auch wenn deine Erfahrung komplett von mir abweicht, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.